Hier ein Resonanzboden von einem Flügel, der mit zahlreichen Rissen durchzogen ist. Diese Risse müssen keilförmig ausgefräst und an Fichtenspäne eingeleimt werden. Dazu habe ich spezielle Vakuumblöcke entwickelt, mit deren Hilfe man die Führungsschiene für den Druckluftfräsmotor fixieren kann. Mit Hilfe eines Ablenk- und Gehrungsanschlages werden die zuvor mit der Führungsschiene geschnittenen Leisten auf das benötigte Maß abgelenkt. Der Parallelanschlag wird nur aufgesetzt und ist sofort fixiert. Die Nut für die Führungsschiene kann mit der Tischkreissäge oder dem Tischfräsmodul eingebracht werden. Die Multiwerkbank wird nun zur Tischfräse umgebaut und die Nut für die restlichen Blöcke eingefräst. Dann wird der Bohrständer wieder in die Werkbank eingesetzt und die für die Vakuumerzeugung erforderlichen Löcher gebohrt. Abschließend wird eine Dichtung aus 2 mm starkem Moosgummi auf die Unterseite der Blöcke mit zweikomponentigem Epoxidharzkleber aufgeklebt. Die Schläuche werden eingesteckt und dann die Vakuumspannwirkung getestet. Zunächst wird das Festool CMS-Modul Tischkreissäge in meiner Werkbank installiert. Es lassen sich alle CMS-Modulträger von Festool dort einsetzen, zum Beispiel das Wandschleifmodul, das Stichsägemodul für die Carvex oder auch der Modulträger für die Tischfräse. An beiden Seiten ist eine T-Nut-Schiene für die Queranschläge eingelassen. Die Maschine wird an den Sicherheitsschutzschalter angeschlossen. Dieser ist absolut notwendig für eine sichere Verwendung im Stationärbetrieb. Aus Siebdruckplatten werden nun zunächst gerade Leisten entsprechender Breite mit der Führungsschiene und der Tauchsäge geschnitten. Normalerweise wird die Führungsschiene mit Zwingen befestigt, oft stören diese aber, da sie nach unten herausstehen. Mit meinem selbstgebauten Vakuumspannblöcken zum Festspannen der Festool-Führungsschiene lässt sich diese sehr einfach fixieren, ohne störende Zwingen. Diese werden einfach an die Kante der Führungsschiene spielfrei eingehängt und eine Moosgummidichtung zwischen Vakuumblock und Plattenmaterial gelegt. Auch auf sehr grobporigen Hölzern, wie zum Beispiel Eichefurnier, halten diese Vakuumblöcke die Führungsschiene sicher vor dem Verrutschen. Die Tauchsäge wird aufgesetzt und an das Absaugmobil angeschlossen. Nun wird zunächst eine absolut gerade Kante gesägt. Die Vakuumpumpe wird über eine Fernbedienung ausgeschaltet und die Führungsschiene kann neu positioniert werden. Die Schiene kann also quasi auf Knopfdruck sicher festgespannt und wieder gelöst werden. Jetzt kann die erste Leiste der benötigten Breite geschnitten werden. Die Leisten müssen exakt so breit sein, damit der Führungsblock des Druckluftfräsers genau darauf passt und nicht übersteht. Bei Rissen in Stegnähe müssen die Blöcke etwas höher sein, damit der Fräser bis dicht an den Steg herangeführt werden kann. Nach meiner Erfahrung reichen Blöcke in zwei verschiedenen Stärken aus, um an die meisten Risse heranzukommen. Ich habe mir diese Blöcke auch in unterschiedlichen Längen hergestellt. Damit bin ich dann sehr flexibel und kann die Führungsschiene an den meisten Rissen ausrichten. Jetzt möchte ich noch kurz zeigen, wie überaus praktisch das Festspannen mit Vakuumtechnik sein kann. Es gibt auch kommerzielle Varianten wie das Festool VAC-SYS. Diese sind aber sehr teuer. Wenn man in eine gute Vakuumpumpe investiert, kann man sich sehr viele Vorrichtungen zum Festspannen selbst herstellen. Die benötigten Schläuche und Moosgummi kann man sich für kleines Geld besorgen. Die zahlreichen Löcher in meiner Werkbank sind hervorragend geeignet, die Saugschläuche genau an den benötigten Stellen von unten einzustecken. Diese müssen auch nicht absolut luftdicht abschließen, wenn die Vakuumpumpe über entsprechende Leistung verfügt. Ich war sehr überrascht, wie enorm die Haltekraft über ein Vakuum sein kann. Diese hängt natürlich in erster Linie von der Fläche ab, in der ein Vakuum erzeugt wird. Wird die Fläche kleiner, sinkt auch die Haltekraft. Hier sieht man vier Saugteller, wobei nur die beiden vorderen ein Vakuum erzeugen. Das reicht aus, um diese rechteckige MDF-Platte sicher zu halten. Nun könnte zum Beispiel die Kante ringsherum mit einer Kantenfräse bearbeitet werden, ohne dass die Platte verrutscht. Der Ablenk- und Gehrungsanschlag wird in die T-Nut-Schienen eingesetzt und lässt sich so justieren, dass er sich sehr leicht und absolut spielfrei bewegen lässt. Das Sägeblatt wird am CMS-Modulträger hochgekurbelt und der Anschlagreiter am Queranschlag befestigt. Die von Incra patentierte Sägezahnführung ist perfekt für alle Anwendungen, bei denen es auf Präzision und Wiederholgenauigkeit ankommt. Mit weiteren selbstgebauten Vorrichtungen kann dieser Ablenkanschlag so umgebaut werden, dass auch kleinste Teile wie zum Beispiel Hammernusskapseln sicher und sehr genau bearbeitet werden können. Nach und nach werden die Klötzchen auf die gewünschte Länge zugeschnitten.
Der Anschlagreiter ist mit zwei Rändelschrauben fixiert und wird nun auf ein neues Maß eingestellt, damit etwas längere Blöcke geschnitten werden können. An den Stellen, wo auf dem Resonanzboden sehr viel Platz ist, können auch sehr lange Blöcke platziert werden. Dann reicht es oft aus, nur einen Block zu verwenden. Diese sehr langen Blöcke werden nun abschließend noch zugeschnitten. Nach dem Zuschnitt wird der Ablenk- und Gehrungsanschlag wieder abgenommen. Im Folgenden benötige ich den Parallelanschlag. Diesen habe ich anfangs immer umständlich mit vier Schrauben und Flügelmuttern auf der Werkbank festgeschraubt. Das war wenig praktikabel und eine einfache Lösung musste her. Ich habe zwei Nuten in die Oberfläche der Werkbank eingefräst, in die sich die beliebten T-Nut-Schienen einstecken lassen. Wenn man diese herausnimmt, kann der Parallelanschlag in diese Nut an verschiedenen Stellen eingesetzt werden und ist sofort fixiert. Er lässt sich sehr präzise justieren, sodass er absolut parallel zum CMS-Modulträger steht. Als Hilfe beim Justieren nehme ich die rechte T-Nut-Schiene, die er bündig am Modulträger anlegt, und richte den Anschlag genau auf diese T-Nut-Schiene aus. Dies muss jedoch nur anfangs einmal gemacht werden und wird später gelegentlich kontrolliert. Nun werden noch die kurzen Auflageleisten geschnitten, um den Führungsblock des Fräsmotors abzustützen, falls er längsseitig aufgesetzt wird. Der Parallelanschlag kann auf den 1/10 mm wiederholgenau eingestellt werden. Mehrere verschiebbare Skalen können je nach Anwendungsfall justiert werden. Damit ist es zum Beispiel auch möglich, Resonanzbodenspäne gleicher Stärke zu schneiden. Der Anschlag kann dabei jedes Mal um den gleichen Abstand wiederholgenau verschoben werden. Nun wird die Nut für die Führungsschiene gesägt. Dazu wird das Sägeblatt entsprechend tief abgesenkt und der Block mit meinem nachgebauten Gripper sicher über das Sägeblatt geführt. Das ist nur ein Test für den Prototyp, nachher verwende ich natürlich die Tischfräse, um die Nut einzufräsen. Hierzu wird nun der Anschlag immer um genau 2 mm verstellt, also etwas weniger als die Stärke des Sägeblattes. Nach einigen Durchläufen taste ich mich an die Breite der Führungsschiene heran und teste nach jedem Schnitt, ob die Schiene passt. Am Ende verstelle ich den Anschlag nur noch um einige 1/10 mm. Dazu gibt es eine große Rändelschraube zum Einstellen des Anschlags im 1/10 mm Bereich. Eine volle Umdrehung entspricht dabei einer Verstellung um 1 mm. Die Führungsschiene passt jetzt perfekt in die Nut. Am Führungsblock des Druckluftfräsers habe ich kleine Gewindeschrauben angebracht, um die Führung spielfrei einzustellen. Später, wenn alles wie erwartet funktioniert, werde ich statt der Kunststoffschienen dann Aluminiumschienen verwenden. Nun wird die Werkbank zum Frästisch umgebaut. Ursprünglich hatte ich die Fräsplatte von Incra direkt in die Werkbank eingelassen. Später beim Umbau auf das Festool CMS-System habe ich mir eine Trägerplatte aus 30 mm Siebdruck angefertigt, in die ich die Incra Fräsplatte eingelassen habe. Zum Umbau meiner Werkbank, unter anderem auch für die Verwendung des Fabeco Bohrständers, wird es ein weiteres Video geben. Hier sieht man nun meinen Gripper-Nachbau, mit dem ich vor allem auch kleinere Werkstücke sehr sicher über den Fräser führen kann. Er hat gummierte Anti-Rutsch-Auflagen, die es ermöglichen, das Werkstück sicher am Anschlag vorbeizuschieben. Auch sehr schmale Werkstücke lassen sich gefahrlos fräsen oder sägen, weil der Gripper über T-Nut-Schienen so eingestellt werden kann, dass beide Seiten nach dem Schnitt festgehalten werden. Der Anschlag wird nun wieder im 1/10 mm Bereich verstellt, sodass die Führungsschiene perfekt in die Nut passt. Nun wird alles mit Druckluft gesäubert, ein Riesenvorteil, wenn die mobile Werkbank bei schönem und trockenem Wetter draußen stehen kann. Der Fräser kann bequem von oben verstellt oder wie hier ganz nach oben gekurbelt werden, um diesen auszuspannen. Die Stahlsäule mit dem Maschinenträger von Wabeco wird in meine Werkbank eingesetzt und mit einem Klemmhebel fixiert. Ich habe an diesem Wabeco Bohr- und Frästständer alle Einstellschrauben durch Klemmhebel ersetzt und die standardmäßig recht kurze Stahlsäule durch eine 1 Meter lange Stahlsäule ersetzt. Alle Einstellungen, wie zum Beispiel die Verstellung des Auslegearmes, lassen sich jetzt werkzeuglos vornehmen. Auch das Ein- und Ausspannen der Bohrmaschine oder des Fräsmotors geht jetzt ohne den normalerweise benötigten Imbusschlüssel. Der Maschinenträger kann ganz nach oben gekurbelt werden, wenn er nicht benötigt wird, und man hat mehr Platz auf der Werkbank. Nun werden die Löcher für die Saugschläuche in die Vakuumblöcke gebohrt.
Die Bohrtiefe kann ebenfalls mit einem Klemmhebel eingestellt werden. Für die Vakuumerzeugung reichen ganz dünne Schläuche mit einem Außendurchmesser von 6 mm aus. Nimmt man einen 6 mm Holzbohrer, lassen sich diese Schläuche problemlos in diese Bohrungen einstecken und rutschen auch nicht wieder heraus. Nun fehlt nur noch eine Dichtung, damit das Vakuum erzeugt werden kann. Für diese Dichtung verwende ich 2 mm starkes Moosgummi. Dieses wird mit einem zweikomponentigen Epoxidharzkleber auf die Unterseite aufgeklebt und so ausgeschnitten, dass ein schmaler Rand verbleibt. Hier wird nun der Zweikomponentenkleber im Verhältnis 1:1 angemischt und dann auf den Rand der Unterseite mit einem Zahnstocher aufgetragen. Die Moosgummimatten gibt es als Meterware in verschiedenen Stärken sehr günstig zu kaufen und eignen sich sehr gut für diesen Zweck. Damit der Kleber gut haftet und sich gut mit den Materialien verbinden kann, werden die Blöcke noch mit Gewichten beschwert. Wenn der Kleber ausgehärtet ist, werden die Blöcke mit einem Rollenschneider bündig abgeschnitten und dann mit einem scharfen Messer so ausgeschnitten, dass ein schmaler Rand verbleibt. Dann sind die Blöcke fertig und können getestet werden. Die Saugschläuche werden eingesteckt. Mehrere Vakuumblöcke werden mit kurzen Schlauchabschnitten verbunden, damit das Vakuum auch in den anderen Blöcken aufgebaut werden kann. Im letzten Block wird der Austrittsschlauch mit einem Holzdübel verschlossen. Die Führungsschiene wird aufgelegt und dann die Vakuumpumpe mit der Fernbedienung eingeschaltet. Die Schiene ist sofort fixiert und beim Abschalten der Pumpe sofort wieder frei beweglich. Das funktioniert wirklich hervorragend, nicht nur auf der glatten Oberfläche der Siebdruckplatte, sondern auch bei grobporigen Hölzern. Nun kann der Druckluftfräsmotor spielfrei in der Schiene geführt werden und Resonanzbodenrisse in einem Klavier oder Flügel sehr komfortabel und absolut akkurat ausgefräst werden. Im zweiten Teil der Serie über die Reparatur eines Blüthnerflügels werde ich unter anderem sehr detailliert über die Verwendung dieser Vakuumspannblöcke eingehen. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen rauf und ein Abo freuen.